Hallo ihr Lieben, haha, der NRWB 18 hier begrüßt euch bei seinem nächsten Let's Play. Und was spielen wir? Genau, wir spielen The X-Files. Wie ich finde, ein sehr schönes Spiel, sehr realistische Grafik, nämlich alles Videosequenzen im ganzen Spiel. Sehr geil gemacht, deswegen auch der Grund, warum das Spiel 7 CDs hat. Der Grund für dieses Let's Play. Ich habe mir gedacht, nach dem großen Erfolg von Blade Runner bleibe ich mal ein wenig in dieser Kante und The X-Files erschien mir da in meinem Regal als logisches Ergebnis. So, in diesem Spiel spielen wir einen Agenten, einen Agent Wilmore, der letzten Endes einen Auftrag bekommt, Mulder und Scully wiederzufinden, denn die beiden sind verschwunden. Das erstmal vorweg als Info für das Spiel, als Info für euch. Ich habe das Spiel schon mal vor, weiß ich nicht, einer Woche oder so, oder anderthalb Wochen mal angespielt, den ersten Teil hochgeladen und wollte es euch einfach mal zeigen, so passt mal auf, hier kommt demnächst, ne? Dann hat mir YouTube einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nein, Konsens von Fox Entertainment und bla und so und wir schalten dieses Video nicht frei. Ja, ich E-Mails hin und her geschrieben und lange Auseinandersetzungen mit Fox Entertainment gehabt. Und das Ende vom Lied war, ich habe nirgendwo eine Antwort bekommen. Ich habe dann heute ganz einfach mal weitergespielt und siehe da beim zweiten, dritten und vierten Teil. Ja, keine Probleme. Deswegen nehme ich jetzt den Anfang, also sprich den ersten Teil, das Intro und nochmal neu auf und lade es jetzt anschließend direkt hoch. So, das heißt, der zweite Teil ist zuerst hochgeladen worden und jetzt kommt der neue erste Teil. So viel Info vorweg dafür. Ansonsten, wie gesagt, werde ich hieran etwas länger spielen, denn ich habe bemerkt, das Spiel stürzt ab und zu mal ab. Warum, weiß ich nicht. Aber ansonsten habe ich viel Spaß mit dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Sehr schönes Spiel. Und ich bin zurzeit im Video 4, das bin ich gerade am Hochladen. Das heißt, nach diesem Intro, also sprich da meinem neuen Teil 1 jetzt hier, kommt jetzt Teil 5. Und ich denke mal, dass ich es morgen, ja, spätestens übermorgen zu Ende gespielt habe. Dann hoffe ich mal, dass es euren Zuspruch findet. Jetzt Schluss mit der Rederei. Wir fangen ein neues Spiel an. Kommt auch schon unser Kollege. Sieh mal an, Agent Wilmore. Hallo, Agent Cook. Warum müssen Sie gerade heute unpünktlich sein? Wir haben hohen Besuch aus Washington und offenbar wegen etwas sehr Wichtigem. Ja, jetzt können wir hier Antwortmöglichkeiten, eine lustige Antwort, eine unentschlossene Antwort oder eine paranoide Antwort geben. Ich bin für eine lustige. Er soll vermutlich dafür sorgen, dass wir keine Büroklammern klauen. Jetzt zischt ab. Was ich auch noch ganz kurz erwähnen möchte, und zwar, ich zeige euch mal so ein wenig das Spiel. Wir haben jetzt hier so eine Steuerung, wer meine Let's Plays verfolgt hat, der kennt diese Steuerung von The Last Express. Das heißt, wir haben hier ein Bild, in dem wir halt reinklicken können mit links und rechts, um uns so zu bewegen. Das ist unser Büro. Das hier ist das Büro von Agent Cook, unserem Kollegen. Dann haben wir hier einen Schrank und da sieht man schön diese Videosequenzen. Das heißt, alles, was wir hier in diesem Spiel tun, ist mit diesen Videosequenzen hinterlegt. Finde ich sehr schön. Hier haben wir den Besprechungsraum. Da mit Utensilien, die wir ja gleich im zweiten Teil holen werden. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir hier dieses Benutzersymbol. Dann hier diese Hände zum Bewegen. Dann haben wir hier zum etwas angucken. Hier wieder zum Raus. Zack. Hier auch wieder benutzen. Also wie gesagt, alles in allem eine sehr einfache Steuerung. Wir haben hier unten unser Inventar, unser PDA und Mobiltelefon. Und ansonsten haben wir halt, das kann ich euch auch nochmal zeigen, so ein Lippensymbol, wo wir dann halt auf Personen klicken können und dann mit ihnen reden können. Jetzt setzen wir uns hier mal hin. Zip. Oh, da klingelt das Telefon. Wilmore. Agent Wilmore, ich möchte Sie in meinem Büro sprechen. Genau, das war unser Chef. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal ins Büro. Hier können wir eine lustige Sache machen. Zip. Ein Stück Tesafilm. Leute, fragt mich nicht, was das soll. Er muss selber grinsen. Ja, das ist unser privater Computer. Unser Telefon halt in unserem Büro. So, ihr Freunde, das würde ich sagen, war es mit meinem zweiten, ersten neuen Teil. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im zweiten Teil und dann in den weiteren Teilen.
wie ich finde, ein sehr geiles Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Kann ich euch sehr warm ans Herz legen. Also, bis zum nächsten Teil. NRW über 18. Adieu.